Hier fährt sie noch, die historische Siemensbahn. Und das werden wir tatsächlich wieder erleben. Jetzt allerdings bekommt der Ausbau der S-Bahn in Spandau plötzlich eine ganz andere Dimension. Denn Spandauer Politiker wünschen sich eine Verlängerung bis zur Wasserstadt. Und das auch noch unterirdisch. Dann wäre Spandau definitiv nicht mehr ganz so JWD. Klingt gut, aber auch ganz schön teuer. Berlins Bahnchef wollte sich davon heute erstmal nicht die Laune verderben lassen. Was kann ich mir Schöneres vorstellen als Freitag Nachmittag auf der Siemensbahn? Sie können sich offensichtlich ja auch nichts Schöneres vorstellen. Und da sind wir ja dann schon alle auf der gemeinsamen Linie. Alle, das sind 50 Bahnfans, die auf Einladung des SPD-Abgeordneten Daniel Buchholz am Nachmittag die Siemens-Bahnstrecke besichtigen. Geführt vom Konzernbevollmächtigten der Bahn, Alexander Kaczmarek. Obwohl noch nicht ein Zentimeter der Strecke erneuert ist, wird jetzt schon hierüber geredet. Eine Verlängerung um 3 neue S-Bahn-Stationen von Gartenfeld bis nach Hakenfelde. Finde ich eine tolle Sache, finde ich sinnvoll, gerade für diesen Bezirk hier die Anwendung. Gerade wenn dieses Gebiet hier dann also im Rahmen der Forschung und so vergrößert wird und mehr Arbeitsplätze und auch die Wohnsiedlungen ausgebaut werden, dann muss auch eine Verkehrsanbindung sein. Also sagen wir so, der Bahnhof Gartenfeld war damals schon gebaut worden für eine eventuelle Verlängerung nach Hakenfelde. Dort, wo eine Trassenverlängerung liegen würde, gibt es schon Wohnviertel oder werden gerade neue gebaut. Also eigentlich kein Platz. Müsste die Strecke also unterirdisch verlaufen, unter Spandau hindurch? Darum ging es bei einem Treffen mit Senat, Bezirk und Bahn. Da kam im Wesentlichen raus, es ist am vernünftigsten, jetzt erstmal die alte Bahn wieder aufzubauen. Das kann nämlich am schnellsten passieren, das kann auch hoffentlich mit altem Planungsrecht passieren. Aber dann sollte man in einem zweiten Schritt schauen, brauchen wir nicht die Verlängerung? Und dann, wenn eben schon Häuser in die Trasse gebaut sind, dann geht das nur unterirdisch, um die neuen Wohngebiete zu erschließen. Naja, die unterirdische Variante zwingt uns zu einer Tieflage von rund 18 Metern, weil wir auch noch einen Kanal unterqueren müssen. Da reden wir von relativ hohen Kosten. Also der Preisunterschied zu einer oberirdischen Variante, die so etwa wie die Stadtbahnbögen aussehen würde, da reden wir von 30 bis 40 Millionen mehr. Zunächst müsste das Land Berlin also entscheiden, ob es so viel Geld investieren will oder nicht. Es ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, das zu tun. Wir hoffen, dass das geteilt geht mit Mitteln des Landes Berlin, wie auch mit Mitteln des Bundes. Der sagt aber, die Inbetriebnahme der Siemensbahn ist Sache Berlins. Das Land könne höchstens Fördermittel beantragen. Sie fänden die Verlängerung gut. Die käme aber frühestens nach der Renovierung der alten Strecke.